Moin Leute und willkommen bei unserem neuen Video hier bei D7. Stell dir vor, du fliegst schneller als ein Formel 1 Auto oder rennst schneller als ein Regionalzug. Tja, für manche Tiere ist das Alltag. Und genau die stellen wir euch heute vor. Wir schauen uns heute an, wie schnell wirklich die 7 schnellsten Tiere der Welt sind. Also, schnall dich an und los geht's. Starten wir direkt mit Platz Nummer 7, dem afrikanischen Wildhund. Trotz seiner Bezeichnung als Wildhund ist er eigentlich näher mit dem Wolf verwandt. Er ist bekannt für seine hohen Erfolgsraten bei der Jagd, die übrigens bis zu über 80% sind. Darüber hinaus ist er auch noch unfassbar schnell. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 72 Stundenkilometer macht er das Entkommen fast unmöglich und ist damit so schnell wie ein Rennradprofi bei der Abfahrt. Platz Nummer 6 geht an den blauen Marlin, den schnellsten Fisch im Meer. Mit einer Länge von bis zu 4,65 Metern und einem Gewicht von bis zu 820 Kilogramm ist er nicht nur ziemlich groß, sondern auch noch fast doppelt so schnell wie ein Motorboot. Mit 80 km/h gleitet dieser durchs Wasser auf der Suche nach Beute wie Tintenfische oder Thunfische. Trotz ihrer Größe und Geschwindigkeit sind blaue Marline Beute für einige der größten Raubtiere des Ozeans, einschließlich großer Haiarten. Darüber hinaus sind sie durch Überfischung und ihre versehentliche Tötung in der kommerziellen Fischerei leider sehr gefährdet. Also achtet auf jeden Fall darauf, was ihr esst und wo ihr es kauft, weil das sind Punkte, wo ihr definitiv drauf Einfluss habt. Platz Nummer 5 geht an das Nationaltier für Australien, das Känguru. Neben seiner beeindruckenden Sprungkraft ist das Känguru auch noch bekannt für seine soziale Struktur. Es lebt nämlich in Gruppen, die als Mob, Troop oder Quad bezeichnet werden, welche bis zu 70 Tiere beinhalten. Mit nur einem Sprung erreicht es Weiten von bis zu 3-mal seiner eigenen Körperlänge und springt fast 3 Meter hoch und ist dabei auch noch so schnell wie eine Achterbahn. Normalerweise schaffen Kängurus eine Spitzengeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer. Beim roten Riesenkänguru allerdings fanden Forscher heraus, dass dieses bis zu 82 km/h schnell springen oder laufen kann. Das macht es ganz klar zum LeBron James der Tierwelt. Für Platz Nummer 4 gehen wir in die Wüste. Es geht nämlich um einen echten Überlebenskünstler, den Springbok. Springböcke sind nämlich in der Lage, ohne Wasser zu überleben, indem sie die Feuchtigkeit aus den Pflanzen aufnehmen, die sie fressen. Und sie sind nicht nur unglaublich schnell, sie können auch noch ziemlich hoch springen. Mit einer Geschwindigkeit von 88 Kilometern die Stunde schaffen sie es von Berlin nach München in nur 6 Stunden. Und jetzt schnallt euch an, die Top 3 werden nämlich nochmal richtig schnell. Platz Nummer 3 geht an den Gabelschwanzsegler. Dieser Vogel ist nicht nur dafür bekannt, dass er sein ganzes Leben in der Luft verbringt, sogar zum Schlafen und zu essen, sondern er erreicht auch eine atemberaubende Fluggeschwindigkeit von 105 Kilometern die Stunde und ist somit vergleichbar mit einem 125er Motorrad auf Highspeed. Allerdings wird der Gabelschwanzsegler ganz, ganz einfach von unserer Nummer 2 überholt und auch noch als Beute erlegt. Und zwar geht es bei unserem Platz Nummer 2 um den Geparden. Der Gepard ist nicht nur der schnellste Läufer unter den Landtieren, er hat auch noch einen einzigartig gebauten Körper, der für Geschwindigkeit optimiert ist. Große Nasenlöcher für eine verbesserte Atmung, leichte Knochen und lange, kräftige Beinmuskeln für diese beeindruckende Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometer. Und das schafft er alleine in nur 3 Sekunden. Das Ganze macht den Geparden so schnell wie einen Regionalexpress auf Höchstgeschwindigkeit. Und jetzt kommen wir zu dem Tier, was mit Abstand alle in den Schatten stellt. Um euch das ins Verhältnis zu setzen, von Berlin bis nach Spanien braucht der Gepard bei seiner Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer ungefähr 19 Stunden. Unser Platz Nummer 1 ist nach 6 Stunden da und wartet 13 Stunden lang auf den Gepard. Es handelt sich nämlich um ein wahres Supertier. Auf Platz Nummer 1 haben wir nämlich den Wanderfalken. Der Wanderfalke hat nicht nur eine beeindruckende Sehkraft, er kann nämlich seine Beute aus einer Entfernung von über 8 Kilometern sichten, sondern dieser kann die unglaubliche Sicht kombiniert mit seiner unvergleichlichen Geschwindigkeit von bis zu über 386 km/h nutzen, was ihn so schnell macht wie ein Formel-1-Wagen bei Höchstgeschwindigkeit. Das Ganze macht ihn ganz klar zum Meister des Luftraums. Das waren sie, die 7 schnellsten Tiere der Welt. Welches dieser Tiere hat dich am meisten beeindruckt?
Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um keine weiteren spannenden Tierfakten zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.